Morgen, mijn naam is Jasper. Ik ben postdoc-onderzoeker aan het Instituut voor Ecologie aan de Universiteit van Innsbruck. Ik heb een beurs gekregen van de Oostenrijkse Wetenschapsfonds om 2 jaar hier in Innsbruck te werken. En tot dusver bevalt me heel, heel goed. So, mein Name ist Jasper Blumen. Ich bin ein Postdoc, wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Institut für Ökologie an der Uni Innsbruck. Ich habe ein Lise Meitner-Stipendium bekommen, vor 2 Jahren zu arbeiten hier an der Uni Innsbruck. Und ich mache es momentan noch ganz gern. Und mein favoriter Platz momentan hier in Innsbruck ist hier der Botanische Tuin. Omdat ik eigenlijk ook hier mijn onderzoek doe en ik vooral in de zomer was het hier de voorbije zomer was prachtig weer en was fantastisch om hier te werken op mijn want ik doe onderzoek naar bomen om dus hier te werken en ik heb er echt van genoten al van die botanische tuin en daarnaast is ook een van mijn favoriete plaatsen nu de geboortezaal geworden in het ziekenhuis van Innsbruck omdat mijn dochter Noor voor drie weken geboren is hier. Zo die botanische garten in Innsbruck mache ich ganz gern, weil ich mache hier meinen Untersuchung. So, ich habe 25 Bäume, so Eichen, 25 Eichen, die ich für meinen Untersuch benutze hier im botanischen Garten. Und sicher in den letzten Sommer war es super, war ganz viel schönes Wetter und habe ganz viel genossen von in diesem botanischen Garten zu sein. Und daneben ich mache auch ganz gern die Kreißsaal, es ist komisch, die Kreißsaal in Krankenhaus Innsbruck, weil meine Tochter vor 3 Wochen geboren ist da, so meine Tochter Noor, und es war ganz super, es war ganz angenehm, aber anstrengend, aber sehr, sehr speziell. Und daneben mache ich Innsbruck ganz gerne, es ist so viel zu tun und sicher mit diesen Umgebungen, es ist wirklich super. Ja, das war es dann. Und als ihr wollt aufkommen nach der Universität von Innsbruck, sicher tun. Danke für einmal dieses Video anzuschauen. Und du musst sicher kommen nach Innsbruck. Es macht ganz viel Spaß hier und es ist ganz viel zu tun.